Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Layers of Fear. Wir sollten in der letzten Folge eine Entscheidung treffen, bei der ich mir nicht sicher bin, auf was die basieren sollte. Ist das der Schuss, der durchging? Kann ich aber nichts machen. Wir sollten entweder sie oder ihn erschießen. Ich habe mich für ihn entschieden. Ich habe auch versucht zu gucken, ob man anders entscheiden kann, dass man sich halt nicht entscheiden muss, dass man niemanden erschießen muss. Aber es war irgendwie. Nicht möglich. Ist es das Fenster, bei dem wir das letzte Mal gestanden haben? Nee, da war Jalousie davor. Bei uns, ne? Das Ding kann ich nicht schieben. Kann ich mit Ducken vorbei? Nein. Okay. Ist das die Szenerie, in der wir schon waren? Oder sieht es, erinnert es mich einfach nur an das Ganze wegen der Vase und so? Ich glaube, es erinnert mich nur deswegen daran, weil dort hinten ging es, glaube ich, in der anderen Szene weiter. Und hier ist es schon hier kaputt. Ist hier Flüstern? Ich glaube nicht. Aber irgendwas Flüsterliches ist hier. Ich glaube, das ist ein Spiel oder hinten, oder? Ich höre zumindest was spielen. Ich gehe gleich gucken. Ich will bloß schnell schauen, ob hier was ist. Okay. Die ist da drin irgendwo, oder? Ich kann sie da lauter hören als hier, aber ich kann sie nicht erreichen. Das ist die Tür, die ich von der anderen Seite aufgemacht habe, ne? Durch das Flimmern kann man voll schlecht erkennen, ob ich hier was nehmen kann oder nicht. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, die Katze kann ich aber nicht nehmen, ne? Ich glaube nicht. Wo kommt die Musik her? Unterm Tisch, aber ich sehe nichts. Entferne ich mich schon wieder davon. Hängt doch nicht hier oben, ne? Nee. Von wegen Spieler schauen nie an die Decke und so. Kann ich das umdrehen? Nee. Okay, es wird wieder grau, also schwarz-weiß. Ich habe jetzt gedacht, dass dieses Loch in der Wand der Durchschuss quasi ist. Von unserem Schuss. Aber anscheinend nicht, ne? Was hier? Kannst nicht nehmen.
Okay. Ich muss erst mal gucken, ob ich noch aufnehme. Oder... So, schauen wir mal unsere Statur an. Schwer einzuschätzen, ob wir Mann oder Frau sind. Ich würde tippen, eine Frau. Weil es irgendwie so wirkt von... So recht schlank und dann aber die Frisur so wie eine Frau mit kurzen Haaren. Was war das denn? Wir können auch nicht unten drunter lang kriechen. Okay. Was ist das? So ein Typ, der auf dem Sessel sitzt, ne? Hallo? Kann nicht antippen. Okay. Warum der Ventilator? Okay, Ventilator und Spieluhr in einem. Oh shit. Guten Tag. Kann ich hier wieder raus? Nee? Hallo. 90. Ist das dann die Kuh, Bruder? Oh, lieber nicht dissen, ne? Der hat eine Waffe jetzt, oder? Der hat eine Waffe. Hier, geh du mal vor. Der hat nichts in der Hand, der hat nur die Stellung mit der Waffe. Da soll ich lang, meinst du? Okay. Schießt mir auch nicht in den Rücken. Okay. Was passiert hier? Was spiele ich hier? Was willst du mir sagen? Ich habe keine Ahnung. Boah, ekelhaft. Sollte ich weitergehen? Sollte ich mir das angucken? Oh, in welchem Film war das? The Ring, ne? Wo das Mädchen aus dem Fernseher gekrochen kommt? Okay, ich kann nichts machen. Mhm. Look what I found, Mr. Hardy. This chart will lead us away from peril and into safe harbor. Mhm. Not safe. Nein, ich wollte es nicht weglegen. Gib mal her. Ich habe gedacht, ich zoome es ran damit. Not safe. Enter. Hier. Hier ist safe. Aber weiß ich das denn? Hier sind doch keine Karten, wo ich beim Schiff bin. It takes courage to stand up to someone stronger than you. I could never do it,
I wasn't brave enough, but she was. Okay. Kann hier nicht durch, ne? Nee. Säcke dahinter. Sind die Kinder gestorben, weil die bei dem Filmdreh reingegangen sind? Gibt's überhaupt einen Filmdreh? Ich will das haben. Requisiteneinkaufsliste. Nachbildung einer Steinschlosspistole. Aus dem 17. Jahrhundert. Voll funktionsfähig. Blitzpulver. Durchgestrichen Schwarzpulver. 4 Keks. Keks, keine Ahnung. Je 66 Pfund. Munition. 5 Stacheln. Schachteln. Stacheln. 5 Schachteln. Je 100 Stück. Attrappen 100. Okay. Was denn? Das war so eine Musik, als wäre irgendwas Schlimmes, Besonderes. Nur einer von uns weiß, was getan werden muss. Nur einer weiß, was auf dem Spiel steht. Der andere muss es nicht wissen, muss es nicht verstehen, nur zuhören und es vorspielen. Okay. Ich habe irgendwie immer mehr das Bedürfnis, wieder zurück in unser Zimmer zu kommen. Und dann erst den nächsten Lauf quasi zu starten. Lily, I think there's something in the dark. Shh, someone's coming. Hello? Anyone there? Bloody hell. Chief wants it checked so bad he can bloody well do it himself. Meint er mit, da ist was im Dunkeln? Dass es die Leute sind, die nach den Kids suchen? Was war das? Was war das denn da uns? Das war eklig. Okay, die Musik wird eklig. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo kann ich lang? Wo kann ich lang? Wo kriegt es mich nicht? Wo muss ich hin? Was? Lass mich hier durch? Oh, fuck. Hallo? Wow. Ich muss davor wegrennen, oder? Ich muss davor wegrennen, oder? Oder? Lass mich durch. Oh, fuck. Oh, fuck, es kommt. Ich sprinte schon. Auch wenn das nicht so aussieht, ich sprinte schon.
Close the door. Close the door. Und jetzt? Bleibt es weg? Was ist das? This bottle will do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Was soll ich tun? Was? Lass mich rein. Ich will es zumachen, ich will es zumachen. Lass mich doch durch. Ich will es zumachen. They senden us back. Wohin? Wohin senden die uns denn? Warum kommt es mir denn weiter hinterher? Warum wackelt meine Maus so sehr? Warum habe ich denn so einen Schiss? Gib es her! Mach's zu! Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Oh, scheiße. Ich hab so eine Angst vor solchen Rennszenen. Ich mag das überhaupt nicht. Können wir uns nicht irgendwo einmal verstecken? Was ist das für ein Monster? Warum verfolgt es uns? Ich hoffe, es macht es nicht die ganze Zeit. The door behind you. Welche Tür hinter uns? Lass mich hier rein. The Hunt. Was, The Hunt? Da sind Ratten eingewoben. Guck mal. Bin ich hier sicher? Bitte? Oh, es ist vorbei. Oh, Moment. Mal kurz meine Augen reiben. Okay, es ist vorbei. Hoffe ich. Ich hoffe, dass nur dieser Teil The Hunt hieß und wir nicht nochmal gejagt werden. Bitte nicht. Was passiert hier? Hallo? Was war das? Oh. Okay, hier ist alles beim Alten. Okay. Setz die Maske auf. Was für eine Maske? Also wo ist sie, meine ich? Wir hören uns gleich alles an, wir machen gleich alles, keine Sorge. Ich muss mal gucken, was wir gesammelt haben. Von den Sachen nichts. Oh, wir sehen jetzt ein anderes Wetter. Was ist das? Nein, ich wollte nicht raus. Ich wollte zoomen eigentlich. Okay. Haben wir das Schiff jetzt warum versenkt? Ich guck mal, ob noch mehr da sind. Wahrscheinlich ist es aber immer nur eins. Unser Delfinfreund ist da. Und die Bilder sind da. Die hängen auch alle nebeneinander. Das wirkt so, als wäre es zusammengehörig. Okay, Gibt's nichts zum Gucken? Metronom machen wir an. Das ist das Neue, ne? Das ist der Test, oder? Ja. Das hier. Ne? We are now entering the eastern part of the borough. This particular area holds a special place in my heart, as I grew up not far from here myself. A few
things have changed, it seems, for better or worse. I see children playing in the streets, not a care in their little minds. If it wasn't for their shabby clothes, one could almost forget about the crushing poverty that plagues so many of the local families. But what do we have here? A boy, sitting on a park bench, alone. Perhaps he won't mind if we pick his brain a bit. Good morning, young man. What's your name? Good morning, young man. What's your... Morning. Good man. Your morning. What's your name? Nicholas. Name? Okay. Ist das eine Geschichte, die wir dann irgendwann zu Ende hören? Ich würde mich freuen. Ist das ein anderer Zettel jetzt? Ich habe gehört, dass du einen holprigen Start hattest. Ich weiß, dass du deine eigene Vorstellung von dem Charakter hast. Das ist dein gutes Recht. Du bist der Star der Show. Denke daran, dass der Regisseur zwar ein komischer Kauz sein mag, aber ihr letztendlich im selben Team seid. Dein Freund und Agent. Okay, es ist eine neue Nachricht, die wir bekommen. Das war schon das letzte da, okay. Da hier keine Lücken sind, heißt das, wir haben die gefunden, alle? Zeige dein wahres Gesicht. Hier ist Charakter halt so wild durcheinander geschrieben. Nee, das ist gar nicht Charakter. Da ist doch gar kein zweites Haar in dem Dings drin, ne? Karre, müsste ein Charakter, dann würde es hinhauen. Aber wo sollen hier, es sind doch zwei Haars hier vorhin, oder? Ja. Wo soll denn hier das zweite H hin, wenn das dieselben Buchstaben sind? Ich habe keine Ahnung. In jedem Schauspieler steckt die Rolle seines Lebens. Der eine Charakter, für den man bestimmt ist, sei der Bildhauer. Verleihe den Gestaltlosen eine Gestalt, bis nichts weiter bleibt als die Wahrheit. Hier haben wir alles angeschaut, ne? Im Badezimmer sind wir auch gewesen, hier ist nichts. Kommt auch Wasser raus? Also nichts. Wie Blut oder so ein Kram. Unser Klo funktioniert auch noch, Gott sei Dank. Okay. You run? But do you know the way? You build one character, you destroy the other. But which one is which? Das war gar keine Absicht, das zu starten. Ich wollte eigentlich nur die Tür aufmachen und gucken, was dahinter ist. Okay. Ist das jetzt quasi der Zwischenspeicherpunkt gewesen, dass wir aufs nächste, also dass wir mit dem ersten Akt fertig sind und wenn ich jetzt durch die Tür gehe, starten wir den zweiten? Ich denke schon, aber liebe Leute, lasst uns das mal herausfinden und zwar in der nächsten Episode von Let's Play Layers of 4. 2. Bis dann. Tschüss.